Österreich. Willkommen zu Hause im Fernsehen, willkommen hier im Radio Kulturhaus. Die Tafelrunde ist wieder da. Vielen Dank für den freundlichen Applaus. Einmal sind wir noch da mit der Tafelrunde indoor. Aber bevor es hinausgeht in die Sommersaison, kommen Sie uns besuchen. Wir gehen auch hinaus nach Niederösterreich, zum Beispiel in die Wachau Arena in Melk oder in die Kittenberger Erlebnisgärten kommen wir, wenn Sie uns da besuchen, sommerlich, frisch, fröhlich, freudig. Und der ein oder die andere wird sich denken, wo ist noch Niederösterreich? Gehen die auch? Ja, wir können die armen Menschen dort nicht allein lassen in ihrem Elend. Ja, ein bisschen Freude bringen reicht schon, wenn sie die Eva Braun von St. Pölten und den verhungerten Berserkoder in Niederösterreich heute dauernd sehen. Nicht? Da können wir vorbeikommen und sagen, schaut, es gibt auch noch was anderes. Und außerdem, die Autobahnen in Niederösterreich sollen jetzt sehr toll sein, habe ich gehört. Aber ansonsten beschäftigen wir uns natürlich sehr hier heute, auch mit der wichtigsten Abstimmung des wahrscheinlich unserer Geschichte. Also Zwentendorf, ja okay, aber dann kommt schon die Abstimmung. Nicht? Also die bisherige Vorsitzende hat das eigentlich ganz okay gemacht, also mit mehr oder weniger Erfolg. Die Frage auf einmal, dann waren Kandidaten da und so. Und ich habe vorher gerade das Ergebnis bekommen, ich bin total happy, ich bin total glücklich, weil ich bin nicht Elternsprecher in der Schule geworden. Ich bin so glücklich. Nein, über das andere reden wir gleich, das ist vielleicht nicht so lustig. Oder schon, schauen wir mal. Ich bin heute zumindest der Humorbeauftragte von ORF3 und freue mich über diese wunderbare Abstimmung, die wir getroffen haben, damit wir alle hier sind. Mit dabei bei der Tafelrunde heute Antonia Stabinger. Ich freue mich über Florian Schäuber. Angelika Niedetzki. Und Christoph Spörk, live auf der Originalkirchenorgel, Florian C. Reitner und die Wahlbeifüßer. Gut, dann können wir sagen, Habemus Papam, oder, für die SPÖ? Ein fulminantes Ergebnis, ein totaler Erfolg. Also, der Tosco hat es gemacht, knapp vor dem Babler und noch knapper, also dahinter dann die Randy Wagner, also quasi eindeutiger Sieg, also klares Votum. Die SPÖ war es jetzt quasi genauso viel wie vorher in Wahrheit. Da wird sich einiges tun in den nächsten Tagen. Ich bin mal gespannt, wie die Einzelnen reagieren werden, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Randy Wagner dann irgendwie sagt, dass sie vielleicht doch als Beraterin bleibt, weil man muss sich jetzt wieder verstehen, die unterschiedlichen Lager. Nein, ich bin Ärztin, ich kenne mich mit Verbinden aus. Also das könnte... Oder stärker sind wir eng benannt, wie ein echter Druckverband. Sowas, weißt du, dass ich... mit solchen Sprüchen durchgeht. Der Babler wird schauen, irgendwie, ob er irgendwas machen kann. Der ist ja nur ganz, ganz knapp hinter dem Tosco-Ziel in Wahrheit. Wird es eher hemdsärmelig angeht. Nicht? Also wenn es mich nicht wollt, dann kriegt es erwatschen, dass er 24 Stunden der Schell wogelt oder so irgendwas. Meine SPÖ ist nicht deppert. So irgendwas. Und der Sir Tosco wird einfach, man hat jetzt schon gesagt, dass, er hat gesagt, der ist sprachlos. Nicht? Das muss da mal. Was kann ich, was ich sagen soll? Na, er wird halt schauen, nicht, dass er irgendwie die Leute überzeugt, nicht? Er sagt, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und wenn der Tosco sagt, komm in meine Familie, da trau ich mir auch nichts mehr sagen. Nicht? Das ist so, da sieht man sich schon mit Betonpatscherl im Neusiedlersee stehen. Nicht? Also, das Wasser geht trotzdem nur bis zum Nabel, aber unangenehm ist es halt. Parteitag Anfang Juni, bis dahin wird es sich abspielen oder nicht, das werden wir gerne beobachten mit und für euch. Und dann kann sich die SPÖ vielleicht endlich auch um die wahre Rolle kümmern als Oppositionspartei, nicht, weil in Wahrheit wurscht, ob die 3,5% hinten sind oder 3% voneinander getrennt, die wahre Zahl ist was, 9,6% Inflation. Alles wird schweineteuer, unglaublich. Und da fragt man sich, warum? Nicht? Na, weil die alle nichts kennen, sagt der Kickl. Man muss das anders machen, man muss das machen wie in Ungarn. Ja, gratuliere. Nicht? Keine Pressefreiheit und was haben sie? 25% Inflation. Gell? Ja, super Idee. Und sie tun nicht nichts, unsere, muss man sagen. Sie bemühen sich wirklich sehr bemüht. Sie haben einen Lebensmittelgipfel gemacht mit den großen Konzernen. Das war von langer Hand gut vorbereitet, wirklich toll. Sie haben nicht gewusst, dass die Kasse auch offen sein muss, wenn man hingeht, aber und dann sind sie alle gesessen dort, der Herr Lidl und der Herr Hofer, die Frau Biller, die Frau Spar. Und dann sind unsere gekommen und haben gesagt, bitte, ich würde gerne was sagen. Na, zweite Kasse, bitte.
Und ich sage, na, pass auf, die Lebensmittel müssen billiger werden. Und die haben kurz überlegt und gesagt, na. Dann haben sie bei uns geschaut, unsere. Und dann haben sie gesagt, na, machen sie trotzdem nicht. Mit dem Argument nämlich, die hohen Lebensmittelpreise verhindern das Kreislersterben in Österreich. Das hysterische Lachen von den letzten Kreislern hat man gehört, bis sie es eingeliefert haben. Ja. Der Nehmer hat überhaupt Probleme gehabt mit Terminen im Mai, muss man sagen. Also da war ja diese Geschichte, nicht das Gedenken an die Mauthausen-Opfer, wo er leider nicht dabei sein hat können, weil er hat einen anderen Termin gehabt, die sich dann herausgestellt, auch ein wichtiger Termin, da war irgendeine Feier von Raiffeisen Niederösterreich-Wien. Und das muss man verstehen, wirklich. Also so ein Mauthausen zahlt keinen Wahlkampf, gell? Es ist... Und der wird auf uns zukommen, nicht? Oder es war schon ein Vorgeschmack ein bisschen vielleicht auf die Zukunft, nicht? Weil sie verstehen sich ja jetzt mit den rechten Recken wieder so gut, nicht? Die Mikl Leitner ist ja regelrecht verliebt, hat man gehört, nicht? Es funktioniert so super, nicht? Und die Salzburger sind die Nächsten dann. Und es taugt ihr, man hat wirklich das Gefühl, sie ist total, sie hat sich das nicht gedacht, dass mit dem Udo so super ist, gell? Das ist herrlich und ich glaube ihr das auch. Ich glaube das wirklich. Wenn sie einmal nicht mehr graust, das ist... Nein, das ist das Mallorca-Syndrom. Weißt du, wenn du mal einen Liter Sangria drin hast, ist da wurscht, mit wem du schmust. Ja, es ist so. Gut, eine rechte Gaudi tut. Was war sonst noch? Sonst haben wir haben einen neuen König. Also nicht wir, aber es gibt einen neuen König. Der Karl hat sein Peppi auf. Das war schon weltweit ein Ereignis, muss man sagen. Also mit ganz viel Brimborium hat er das bekommen. Was da alles dann diskutiert worden ist, Lippenleser, was er wann gesagt hat, es geht nichts weiter, ist immer dasselbe und so. Wo sitzt der Harry? Sitzt der schief? Tut ihm irgendwas weh? Und so, das war faszinierend. Ich finde, es war eine Mischung aus Game of Thrones, Musikantenstadl und Monty Python. Das war so. War von allem was dabei und harte Konkurrenz zum anderen Kostümball, den es gegeben hat im Mai, dem Song Contest. Nicht? Also, ich glaube, wenn der Charles in dem Kostüm beim Song Contest was von Queen gesungen hätte, hätte er gewonnen. Locker. Locker. Wir sind, was sind wir geworden, 15., 16., irgend sowas, oder? 15. Ja. Ich fand den Song super, aber wurscht ist mir auch eigentlich. Mir ist nur wichtig, dass wir heute Abend 12 Punkte kriegen von Ihnen zu Hause, nämlich jeder und jede Einzelne. Und den Anfang macht der Mann, der immer da ist, wenn politisch was passiert. Ich freue mich sehr über Florian Schäuber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es heute besonders. Wirklich. Carpe diem kann ich nur sagen. Man muss das nützen, die Zeit, solange es noch möglich ist. Weil ich kann heute Ihnen einfach das erzählen, was ich Ihnen gerne erzählen möchte. Und diese Möglichkeit hat möglicherweise ein Ablaufdatum. Also zumindest, wenn es nach unserer Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler geht. Die will nämlich in Zukunft ein Zitierverbot aus Ermittlungsakten einführen. Das heißt, da kann ich Ihnen nicht mehr so frei erzählen wie früher alles. Sie hat gesagt, nein, Schluss, aus, wir hören auf mit dem Zitieren aus den Akten und ganz besonders aufhören mit dem Zitieren von Chats. Chatnachrichten sind tabu in Zukunft. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass ein paar Parteifreunde von der Frau Edtstadler gerade ein bisschen Probleme mit veröffentlichten Chats haben. Nein, nein. Und außerdem hat sie auch gesagt, nein, sie will sie auch nicht total verbieten. Es soll so eine Regelung her wie in Deutschland. Also in Deutschland darf man nicht zitieren, aber man darf es umschreiben. Ja, darauf sollte ich mich langsam einstellen. Bei meinen Programmen haben die Chats immer sehr große Rolle gespielt, also sollte ich mich langsam auf dieses neue System einstellen und habe mir ein bisschen vorbereitet, wie das dann sein wird mit den Klassikern der österreichischen Politik, Telekommunikation. Wenn man die nicht mehr zitieren darf, muss man sie eben umschreiben. Also nehmen wir den Klassiker her vom Thomas Schmidt. Vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Hat er an seinen Mitarbeiter geschrieben und der Mitarbeiter hat geantwortet, danke, dass wir das so offen besprechen können. In Zukunft wird es so klingen, ein Mitarbeiter von Thomas Schmidt bedankt sich bei ihm für seine Erinnerung an die im Zuge einer Werktätigkeit für die Volkspartei auf Regierungsebene notwendige, pekuniär orientierte und prostitutional praktizierte Berufsauffassung. Oder ein anderer Klassiker.
Sebastian kann jetzt Geld scheißen. Mit einer literarischen Referenz an die Rolle des Esels im Märchen Tischlein deck dich stellt Thomas Schmidt dem damaligen Bundeskanzler eine drastische, an monetäre Defekierung erinnernde Verbesserung seiner finanziellen Möglichkeiten in Aussicht. Wo war meine Leistung? Walter Maischberger will auf Mindestanforderungen beim Stellen von Scheinrechnungen aufmerksam machen und stellt dabei die Sinnhaftigkeit seiner eigenen Existenz in Frage. Da bin ich jetzt super nackt. Karl-Heinz Grasser vergleicht seine durch kognitive Defizite bedingte Nichterfüllung der Mindestanforderungen beim Stellen von Scheinrechnungen mit dem Zustand spontaner Maximalnudität. Kriegst eh alles, was du willst. Sebastian Kurz eröffnet Thomas Schmidt grenzenlos wunschorientierte zukünftige Möglichkeitsräume. Ich liebe meinen Kanzler. Thomas Schmidt interpretiert diese Möglichkeitsräume amorös, besitzergreifend. Ja, und natürlich auch mein eigenes, nach einem Thomas Schmidt-Chat betiteltes Buch, werde ich umbenennen müssen. Das heißt dann nicht mehr, wenn das in die Hose geht, sind wir hin, sondern Thomas Schmidt warnt vor letalen Konsequenzen künftiger Inkontinenz. Umbenennen müssen wird sich möglicherweise auch die SPÖ nach den Entscheidungen. Wird es wahrscheinlich in Zukunft 3 SPÖs geben. Ne? Wird mal schauen, was rauskommt. Ich meine, es ist natürlich immer noch möglich, dass sich die Leute untereinander wieder verbünden. Also es könnte sein, dass zum Beispiel Babler und Doskozil vielleicht doch zusammengehen. Ne? Wäre denkbar. Der Babler hatte schon ein ganz subtil verstecktes Angebot gemacht. Er hat gesagt, er möchte eine Stimme sein für all jene, die keine Stimme haben. Ich meine, personell ist ja die SPÖ wirklich unglaublich aufgestellt. Muss man ehrlich sagen, das ist ja jetzt schon, da kann es gar nicht genug SPÖs geben, um wirklich diese tollen Kräfte, die die haben, wirklich alle zu würdigen. Mein Liebling der letzten Zeit war die Frau Petra Tanzler, eine niederösterreichische Nationalratsabgeordnete der SPÖ, die die Selenskyj-Rede boykottiert hat. Und zwar ganz bewusst die Selenskyj-Rede im Parlament mit folgender Begründung. Selenskyj ist ein kriegsführender Staatschef, der Kriegspropaganda betreibt und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt. Das habe ich googeln müssen. Phosphatbomben habe ich bisher nicht gekannt. Phosphat kommt in sehr vielen Lebensmitteln vor, aber als Bombe war mir das bisher nicht bekannt. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Es gibt einen Artikel in der deutschen Wochenzeitung Spiegel über gesunde Ernährung. Und da steht drinnen, die schlimmste Phosphatbombe ist Backpulver. Erklärt das mit der Streubombe wiederum. Ne? Offensichtlich will das Zelensky Unschuldige mit verstreutem Backpulver besiegen. Ne? Das ist schier. Ich weiß nicht, ob das von der Genfer Waffenrechtskonvention überhaupt gedeckt ist, dieses Verhalten. Das ist wirklich erschütternd an dieser Meldung, ist aber, dass die Frau Tanzl auch eine Funktion hat in der SPÖ. Sie ist dort Bildungssprecherin. Ja, eh. Ich habe mir da noch angeschaut, ob es sonst noch Informationen über sie gibt und habe gefunden, sie hat ein einziges Mal vor sich bisher zu Wort gemeldet. Und zwar hat sie dabei die Sinnhaftigkeit der Matura in Frage gestellt. Was ihre eigene Matura betrifft, durchaus berechtigt. Dieser Einwand. Aber gut, ja. Also wird man sehen, was da seitens der SPÖ noch weiterkommt. Eines muss man ihr jetzt schon lassen, das gilt aber auch für die ÖVP. Diese beiden Parteien haben in letzter Zeit die Wissenschaft neu befruchtet. Es gab vor ein paar Wochen eine wissenschaftliche Erkenntnis, die veröffentlicht wurde aus der Neurobiologie, wonach bei Sterbenden die Gehirnaktivitäten rapide ansteigen. SPÖ und ÖVP beweisen, dass das für sterbende Parteien nicht gilt. Da sinken die eher, diese Gehirnaktivitäten. Apropos Gehirnaktivitäten, ich muss hier was sagen, meine Damen und Herren, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Thema Klimakrise. Wer von Ihnen ist der Meinung, da müssen wir was tun? Und wer ist der Meinung, nein, wir müssen nichts tun, das wird sich von selber irgendwie lösen alles? Bitte aufzeigen, wer ist der Meinung, wir sollten nichts tun, wir sollten alles so lassen und brauchen nichts unternehmen?
Aha, sich wenig, machen wir die Gegenprobe. Wer ist der Meinung, wir sollten was tun wegen der Klimakrise? Bitte Hand heben. Okay, danke. Ja, da habe ich jetzt leider eine schlechte Nachricht für Sie. Also für mich auch, aber es wird möglicherweise für uns ein Problem geben in Zukunft, weil der Herbert Kickl hat am 1. Mai eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, wer die Klimawende will, gehört entmündigt. Blöd. Blöd. Wie ist auch die Frage, wie man das machen wird? 80% entmündigen. Der Österreicher, es gibt eine Umfrage, da laut der 20% der Österreicherinnen und Österreicher sind gegen die Klimawende und die anderen sind dafür. Das heißt, 80% entmündigen lassen, da weiß ich nicht, wie das sich ausgehen wird, rein juristisch. Ne? Und ist ja natürlich auch die Frage, wie schaut es dann mit dem Volkskörper aus? Ne? Der Herbert Kickl ist ja der Volkskanzler, wie er sich in Berufung auf den letzten Volkskanzler von vor ein paar Jahren beruft und spricht auch vom Volkskörper gerne. Jetzt, wenn wir 80% von diesem Volkskörper amputieren lassen, was bleibt dann über? Ich habe einen Verdacht, was überbleiben könnte. Auch da hat mir der Herbert Kickl auf die Sprünge geholfen. Er hat nämlich in einer anderen Rede gesagt, es wird ein anderer Wind wehen in diesem Land. Herbert Kickl könnte man bezeichnen als den personifizierten Leibeswind des Volkskörpers. Wenn jetzt 80% von dem Volkskörper amputiert wird, bleibt wahrscheinlich die unmittelbare Austrittsstelle dieses Windes über. Also das könnte ungefähr die Vision sein. Wobei, muss gleich dazu sagen, der Herbert Kickl, glaube ich, hätte mit diesem Vergleich überhaupt kein Problem, weil er hat wiederum bei seiner Aschermittwochrede ein fantastisches Beispiel gesagt. Er hat gesagt, früher sei man vom Arzt gelobt worden, wenn man gefurzt hat, heute gilt man als Klimasünder. Ich weiß nicht, ob von Ihnen, meine Damen und Herren, irgendwer schon mal gelobt wurde vom Arzt, weil er gefurzt hat. Ich persönlich kenne auch niemanden, dem das passiert ist. Aber andererseits lässt es wiederum Rückschlüsse auf die Persönlichkeit von Herbert Kickl zu. Da ist ein Schrei nach Liebe drinnen, ein Wunsch nach Anerkennung. Wenn man so verzweifelt ist und so wenig Anerkennung kriegt, dass man sich über das Lob für Körpergasaustritte vom Arzt freut, dann erklärt das vielleicht, warum auch dieser Tage den Wunsch nach Anerkennung immer dann am stärksten hat, wenn er ganz hemmungslos einfach einen verbalen Schaß auslässt. Danke. Florian Schäuber. Das Weingut Jurcic versorgt uns heute mit einem Riesling, Ried Heiligenstadt Riesling aus dem Kamptal. Heiligenstadt, ja, Heiligenstein. Heiligenstein, Entschuldigung. Heiligenstadt ist bei uns. U6 mit der U4. Direkt neben der U4. Ried Heiligenstadt, das gefällt mir. Heiligenstein. Was kommt als nächstes? Gut, reden wir noch einmal über die SPÖ-Abstimmung. Beim Kindergeburtstag hat man gesagt, die waren alle toll. Kriegen alle eine Medaille. Oder? Der olympische Gedanke. Sich alle bemüht. Ich sage, für Tosco-Ziel-Gegner im Burgenland, wo ich hier wohne, ist es ein großartiges Ergebnis. Ah ja, du bist im Südburgenland daheim. Ja. Richtig. Was, und du schiebst den uns jetzt her? Was? Ja, wäre wahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir, könnten ja tauschen, nicht? Aha. Wir nehmen den. Ja, jetzt überleg einmal. So. Nein, wir haben ein gewaltiges Hausarztproblem im Südburgenland, also Randy Wagner. Sehr gut, der übernimmt die Ordination Südburgenland. Genau, ja. Anderes großes Thema, wie hat euch die Krönung von Charles beschäftigt? Habt ihr geschaut? Ich stelle das immer gerne, also ich schaue das total gern. Echt? Ja. Du hast viel Zeit, gell? Nein, ich lasse das so nebenbei laufen und das ist so. Was macht er bei Bügeln oder was? Oder? Na, was auch immer. Kochen. Schlafen. Also du schaust. Gulasch haben wir gemacht und ein Bockhädel. Schaust du gern. Beides dauert wirklich lang. Ja. Du schaust dir gern sehr alte Menschen an, die sich wie im Mittelalter verkleiden. Es ist so absurd. Das ist, ich finde, es ist wirklich, wenn. Also, das finde ich, hätte Böhmermann zum Beispiel kommentieren sollen. Und so. Das ist einfach ein absurdes Schauspiel, das halt. Ja.
Na, da redest du mit anderen Menschen drüber. Nein, es ist vollkommen absurd und vollkommen übertrieben, dass Leute dort eine Woche lang kampieren und dann sagen, ich wohne eine Woche in einem Schlafsack und haben sie schon was gesehen? Nein, nur es ist dann jemand vor mir gestanden. Das taugt man. Gut. Ich sehe schon, ich finde hier keine Freunde. So eigener Zugang. Ist alles gut. Ah, wichtiges Thema, haben wir auch gerade heute erst erfahren, die Tagespresse wurde geklagt. Ja. Die Kollegen und Kolleginnen von der Tagespresse wurden geklagt von der FPÖ Niederösterreich. So ist es, ja. Weil sie ja einen Brief versandt haben an ein paar Lokale, ich glaube an 300 oder so, wegen der Wirtshausprämie in Niederösterreich, dass man ja, die kriegt man nur, wenn man quasi echtes österreichisches Wirtshausessen serviert. Und da haben sie quasi schöne Vorschläge gehabt. Und wer hat jetzt genau geklagt? Die FPÖ? Ja. Und das ist interessant, offensichtlich war es so realistisch, die Vorschläge, dass die Leute geglaubt haben, es ist die echte FPÖ. Ja. Weil sonst muss sich die FPÖ nicht dagegen wehren, wenn das erkennbar ist. Und weiß man, worauf sie geklagt haben, auf Diebstahl geistigen Eigentums oder was? Sie sind ihnen wahrscheinlich ein paar Ideen neidig. Ein paar Ideen, also dass es zum Beispiel, dass es die autochton niederösterreichische Küche durch die Zweitwohnbesitzer verfremdet wird. Also da ist, glaube ich, da ist der Landbau ein bisschen neidig, dass ihm das nicht eingefallen ist. Was uns zu einem dreijährigen Buben in Wien bringt, der, ist eine schöne Geschichte, der wollte unbedingt zu einem Fastfood, der wollte unbedingt einen Burger essen. Mit 3 Jahren und ist alleine mit der U6 durch die Stadt gefahren, um in ein Burgerlokal zu gehen und wurde nach 2 Stunden gefunden. In der U6. Das ist nämlich das wahre Risiko. Ja, genau. Das trauen sich viele unter 18 nicht. Das stimmt. Wow. Respekt. Was würdet ihr riskieren und was wäre euer Lieblingsessen, für das ihr viel riskieren würdet? Also, wenn ich 3 wäre, das ist jetzt sehr viel. Wenn ich 3 wäre, wann würde ich dann mit der U6? Oder auch jetzt. Naja, mit der U6 fahren würde ich zu einem guten Schleckeis zum Beispiel. Das würde schon reichen. Schau. Und es müsste nicht einmal Schweinebraten, Rosmarin, Hipster-Eis sein, sondern ganz normal. Ganz normales Vanille-Eis. Erdbeer-Vanille-Schoko. Stracciatella. Klassiker. Ich hatte heute Mohn und Stracciatella. Auch sehr schön. Und jetzt haben wir Antonia Stabinger, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Antonia Stabinger zu Gast in der Tafelrunde. Ja, hallo. Ich glaube, viele kennen mich. Viele haben mich. Vom Namen her werden mich die Älteren eher als das da unten kennen. Oder auch, pfui, da greift es aber nicht hin. Aber in Wirklichkeit heiße ich Klitoris. Angenehm. Aber meine Friends nennen mich Klit oder Doris. Also könnt ihr euch aussuchen, ja. Ja, wo wir gerade bei Namen sind, das, was man von außen sieht, da sagen wir bitte dazu Vulva und nicht Vagina. Weil sagt ihr zu eurem Gesicht Speiseröhre? Eben. Ja, aber gehört haben wahrscheinlich die meisten schon von mir. Ich bin eigentlich kann man sagen, in aller Munde. Ja, und die haben heute gesagt, ich soll irgend sowas Aktuelles machen. Jetzt ist aber ein Problem, mir ist Politik egal. Ja, ich meine, wie tagespolitisch informiert ist eure Klitoris? Ist es so, dass ihr jeden Morgen aufwacht von einem volllauten Rascheln und dann schaut ihr zwischen eure Beine, dann ist eure Klitoris, die die 4 größten Tageszeitungen durchblättert? Ich glaube nicht, oder? Ja, mich interessiert halt Politik nicht so, weil sich Politik nicht für mich interessiert. Ich meine, das kennt man vom Dating, oder? Wenn du eine Person voll cool findest, die echt zero sich für dich interessiert, ist das echt toxisch, Hände weg. Und ich bin normal immer für Hands-on-Mentalität.
Ja, aber in unserem Land gibt es halt auch eine Frauenministerin, die sagt selber, sie ist keine Feministin. Also no offense, aber Augen auf bei der Berufswahl. Ich weiß, wahrscheinlich werden sich jetzt eine denken, Feminismus, nicht schon wieder. Und ich sage, ja, doch schon wieder, weil solange wir eine Frauenministerin haben, die sagt, Feminismus, nicht schon wieder, muss leider sein. Würdet ihr zum Beispiel in ein Flugzeug steigen, wo der Pilot sagt, ach so, ja gut, dann setze ich mich da jetzt in das Cockpit hinein, aber ankommen ist jetzt nicht so meine Priorität. Ist nicht, oder? Ja, ich würde deswegen sagen, wir machen vielleicht eine kleine Umfrage. Statt ja, tut sie einfach einmal klatschen, machen wir eine Probefrage, seid ihr alle da? Super, alle da, vereinzelt, ja. Unterschiedlich früh gekommen. Wer ist denn seit Beginn da? Wer ist später kommen? Wer ist zu früh kommen? Kein Problem, passiert mir auch manchmal. Ist echt okay. Ja, jetzt noch wichtigere Fragen. Seid ihr für die Gleichstellung von Männern und Frauen? Seid ihr dafür, dass man für gleiche Arbeit genau gleich viel verdient? Seid ihr dafür, dass alle Menschen, egal welches Geschlecht, die gleichen Rechte, die gleichen Freiheiten, die gleiche Selbstbestimmung haben? Hat irgendwer gerade nicht geklatscht, weil so wie es jetzt ist, viel gemütlicher ist? Na super, ey, alles Feministinnen und Feministen. Ja, wie schaut's aus? Hat irgendwer Zeit fürs Frauenministerium? Ah ja, super. Einige Frauenministerinnen schon, super. Es gibt nämlich schon einiges zu tun, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ist keine Stelle frei, glaube ich, aber wer weiß, es geht ja schnell heutzutage, wie man merkt. Und es gibt wirklich viel zu tun, weil aktuell sind wir im Vergleich mit den europäischen Ländern in puncto Gleichstellung auf Platz 27 von 30. Schon ein bisschen cringe, oder? Aber ich muss echt sagen, die Politik tut voll viel. Die tut wirklich so viel dafür, dass alles gleich bleibt. Na wirklich, die hackeln den ganzen Tag, was das für eine Konsequenz und ein Engagement auch braucht, dass man da die ganze Zeit schaut, dass sich nichts verändert beim Karenzsystem, bei Kinderbetreuungssystemen, bei gleicher Bezahlung. Ich meine, da sonst geht sich das ja nicht aus, dass es sich nicht ausgeht, dass ein Mann bei einem Kind zu Hause bleibt. Ich meine, was glaubt ihr, wie viele Prozent der Männer in Österreich länger als 6 Monate Karenz gehen? Eines. Ja, ist nicht so viel, gell? Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gehe einfach ich jetzt in die Politik. Wer wird mich wählen? Ah, war super. Aber ich verspreche euch, um in Stimmung zu kommen, brauche ich nicht einmal ein geiler Mobil. Schwöre. Ich würde einfach so die ganze Zeit schauen, dass im Parlament gut Vibrations sind. Wisst ihr, wie entspannt alle wären. Und dann würde ich schauen, dass halt auch meine Politikkarriere total viele Höhepunkte hat. Das kriege ich hin. Ich glaube, ich könnte echt über mich hinauswachsen. Ja, das Einzige, das muss ich jetzt ehrlich sagen, was halt sein könnte, wenn es mir nicht so taugt, dann, ja, dann kann es schon passieren, dass ich mich schmieren lasse. schmieren. Ja, aber ich glaube, ohne das kommt man eh nicht ins österreichische Parlament rein. Ja, und wenn ich dann als neue Politikerin die Gleichstellung fertig hätte, dann würde ich mich voll sofort der Klimakrise widmen, natürlich. Ich meine, normal mag ich es echt gern, wenn es heiß hergeht, aber so starke Trockenheit, pff, ist nicht so meins. Ich meine, es muss nicht Überschwemmung sein, aber ich würde vorschlagen, so gleichmäßig feucht. Vertraut's mir, ich kenne mich da aus. Ja, aber es gibt ja total viele Krisen gerade, oder? Es ist ja quasi fast eine multiple Krisenzeit. Versteht's mich nicht falsch, ich bin normal immer für multiple. Aber in dem Fall, es ist gerade so eine ungeile Mischung zwischen du kannst eh nichts richtig machen und wir sind eh schon alle im Arsch. Also ich nicht, ich bin 7 Zentimeter entfernt, ja. Ich werde mich sicher nicht bewegen, ja. Aber mein Vorschlag wäre halt,
vielleicht konzentriert ihr euch einfach alle ein bisschen mehr auf mich, weil ich kann auch in Krisenzeiten sehr viel Freude spenden, quasi auf Knopfdruck. Und kurze Info, der weibliche Körper hat das einzige Organ der ganzen Menschheit, das ausschließlich für die Lust da ist. Dreimal dürft ihr raten, um welchen Star unter den Schwellkörpergeweben es da geht. Ich habe doppelt so viele Nervenenden wie ein Penis, just saying. Aber ich bin trotzdem voll am Beckenboden geblieben. Ich freue mich, dass ich gekommen bin. Ich hoffe, Sie auch. Antonia Stabiger. Sehr schön. TikTok. TikTok wird immer mehr verboten auf vielen Diensthandys von Städten, von Bundesländern. In Amerika ist losgegangen. Bei uns auch in Österreich wird TikTok auf Diensthandys verboten. Auch die Stadt Wien hat das jetzt getan. Wie steht ihr zu TikTok? Macht ihr TikTok? Seid ihr TikToker? Darf ich zum Charles noch was sagen? Ja, bitte. ist mir ungefähr gleich wurscht. Ja. Ja. Nein, das finde ich ein wichtiges Thema. Ja, glaube ich. TikTok? Ja, ernst. Ja. Facebook auch mit, alles abschaffen. Aber du hast vier Kinder, da wird doch einer TikTok wahrscheinlich machen. Ja. Heimlich. Na, habt ihr euch das, ich bin ein alter, TikTok. Weißer Mann, aber du TikTok. Ja, ich TikToke. Und es ist, also, ja, es macht wirklich das Hirn zu Brei. Man wird irre, aber es ist so cool. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Letztens habe ich eine Bekannte getroffen, die hat gesagt, ja, es ist so arg, in China werden jetzt... Da wird dann eher informativer Inhalt gezeigt. In uns, in Europa, lassen sie die Leute eher verdummen. Kann ich nicht unterschreiben. Ich habe sehr interessante Sachen. Aber der Algorithmus kennt dich besser als du selbst. Also ja. Es gibt schon die Witze, der Algo weiß, dass du schwanger bist, bevor du es bist. Mhm. Was die dann mit der Information tun, dass Antonia Stabinger gerne singende Hunde sieht, wo jemand mit Klavier dazu spielt, das weiß ich nicht. Jetzt freue ich mich sehr, dass wir eine Hundeliebhaberin bei mir haben, weil wir haben zwei Hundeliebhaberinnen, ihr habt ja beide Hunde. Angelika Nitecki ist jetzt dran. Angelika Nitecki, meine Damen und Herren. So schön, immer wieder. Ich höre euch nicht nur gerne, ich schaue euch auch gern zu. Dankeschön. Wer hat es erkannt? Es war Fernando von ABBA. Und das Lied gefällt mir besser. Ist auch aus Schweden, so wie das Siegerlied da mit den Fingernägeln und der Song Contest. Ihr habt schon geschaut, irgendwer, oder? Bitte aufzeigen. Wer hat Song Contest geschaut? Wir haben vorher nur ganz kurz. Ja. Du schon? Nein, du hast. Achso. Ah, nein, den Charles hast du nicht angeschaut. Aber den Song Contest hast du angeschaut. Und bist du einverstanden mit dem Siegerlied? Wirklich? Ist einem scheißegal. Okay, also jedenfalls, ich finde nur so die guten alten Nummern wie von ABBA aus Schweden. Das war für mich nur Musik und dieses Lied Fernando habe ich deshalb gewählt, nicht nur weil mir das viel besser gefällt wie dieses Tattoo, sondern, also das Lied, sondern weil ich habe heute wirklich zufällig auf der Straße einen uralt Ex-Freund von mir getroffen, der Fernando. Und da habe ich irgendwie lachen müssen, weil es schon, wenn was so lang her ist, wirklich ist 20 Jahre her, aber irgendwie ist es, freut man sich dann doch, wenn man ihn trifft. Und da habe ich mich erinnert, wie das damals war. Bist du deppert? Das war so ein Koch, ein spanischer Koch in einem Lokal und der war so, so mit dem Temperament. Ja, das hat mir eigentlich gefallen. Das hat man taugt an dem. Aber der war in allem so ein Firrebrecher und auch jetzt nur immer bei der Begrüßung nach 20 Jahren so wumm. Der wollte damals noch 14 Tage bei mir einziehen. Ich habe gesagt, Moment einmal, Fernando, entschuldige bitte. Ja, aber den Satz zieht schneller ein, den kenne ich bis dato nur von meiner Fußcreme. Langsam. Ja, ja, und er hat gesagt, wir machen vier Kinder. Weiß ich nicht, machen wir vielleicht ein Kind, drei Hund, wäre das auch irgendwie möglich oder denkbar? Nein, wir machen vier Kinder und dann ziehen wir nach Spanien in mein Bergdorf. Und auch da habe ich mir damals gedacht, in dem Bergdorf wohnen meines Wissens noch 67 Leute, da will ich doch nicht als ein Toter beim Zahn hängen. Aber gut, und auch sonst im Bett immer drapadabadum, der war wirklich, dass ich manchmal gesagt habe, Fernando, müsst du alle vier Kinder auf einmal machen, was ist denn mit dir?
Bist du dem? Dann hat er mir erzählt, er hat wirklich mittlerweile 4 Kinder. Ist du schön. Ich hab gesagt, wie hast du das gemacht? Auch mit diesem Frapp. Wo ich manchmal wirklich gesagt habe, hey, Alter, bitte entspann dich, du musst da kein Rubel los freilegen. Aber ich wünsche ihm wirklich alles Liebe. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich ihn heute wieder mal gesehen habe. An so einem warmen Maitag, einer der ersten, oder? Bist du deppert? Die Übergangsjacke ist ausgestorben. Also ich habe gar keine mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe keine mehr. Wahnsinn. Ich war letztes Wochenende in der Wachau. Das habe ich schon lange gebucht. Da habe ich gedacht, Mitte Mai, was soll da schief gehen? Na ja, normalerweise kann es um die Jahreszeit schon einmal haben. 30 Grad, gell? Haben wir gehabt. 10 am Freitag, 10 am Samstag, 10 am Sonntag. Mehr war nicht drin. Darum echt jetzt. Aber jetzt blühen die Gemüter wieder auf. Ich habe gelesen, eben kein Regen mehr, darum hat es die Assoziation zu Regen. Die Regensburger Hütte, ich weiß nicht, habt ihr das auch mitgekriegt, vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen. Die Regensburger Hütte ist eine Berghütte in Tirol und das ist jetzt die erste Berghütte, die ganz vegan ist. Ja, also dort gibt es jetzt tatsächlich keine Speckjausen mehr und nichts, alles, nicht, die setzen wirklich nur darauf, natürlich alles regional und auch wegen dem Klimawandel, sagen sie halt, ja, sie wird dort nur noch vegan gekocht und das hat meine Nichte, die hat das total taugt, meine Nichte, 16 Jahre jung, die Lena Marie heißt sie, weiß schon, das Schlimmste an der heutigen Jugend ist, dass ich nicht mehr dazugehöre, aber ich sage es euch ganz ehrlich, im Laufe des Gesprächs war ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich habe sie getroffen, jüngst wieder am Muttertag, war ja auch noch, gell? Muttertag im Mai. Und der Papa hat seinen 80er gehabt und die Mama auch erst kürzlich. Also wir haben wirklich, es war Anlass wieder mal sehr viel Verwandtschaft an einen Ort zu bringen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es ein bisschen so, wenn meine ganze Familie wo auftaucht, wie wenn ein ganzes Nornhäusl auf Wandertag geht. Aber ja, das ist, wir haben uns getroffen, wir sind nicht klar, im Burgenland unten. Gell? Meine halbe Familie stammt ja aus dem Burgenland, die halberten aus dem Mühlviertel. Und in dem Fall haben wir uns auch im Südburgenland getroffen. Gott sei Dank ist keiner krank geworden, weil sonst hätten wir gar keinen Arzt gehabt. Gell? Aber das nur nebenbei, es waren alle pumperl gesund. Und meine Nichte Lena Marie auch anwesend, Veganerin, so wie alle in ihrer Klasse, ja, hat es mir gleich gesagt. Alle vegan, 19 Schülerinnen und Schüler, und sie hat sich neulich beschwert, dass ich kein veganes Duschgel daheim habe. Ich habe gesagt, du musst das ja nicht fressen, was ist mit dir? Wasch dich aus, gib einen Fritt, du tust dir gerade so, als hätte ich im Bad da statt am Waschlappen einen Schnitzel hängen. Also ich meine, so ist es auch nicht, ja. Keiner hat dann das Essen gebracht, ihr hat ein Schinkenfleckerl hingestellt. Ja. Habe ich gleich gesehen, das ist Anti-Fleisch-Gesicht, das kann ich schon nicht. Der Kölner hat einfach nur gesagt, komm, fängt den ein bisschen. Naja, im Burgenland ist Schinken kein Fleisch. Jetzt einmal. Bin ich noch nicht durchgesprungen. Aber ich hab dann nicht zu ihr gesagt. Ich hab gesagt, hey, Lena Marie, ich bewundere euch. Wirklich, euch Veganer, ich bewundere euch. Weil komm mal heim, blunt sein Fett um 4 Uhr in der Früh und dann is einmal eine Karotten. Mir reicht ja schon dieses Sellerie-Stangerl in der Bloody Mary. Ja, also spätestens nach der dritten hätte da jedes Mal so viel gerne eine Knabbernosse drinstecken, ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, dann hat sie gesagt, das Vegane, das wäre überhaupt was für dich. Das ist viel gesünder, musst vegan essen, musst mehr Bioprodukte kaufen. Ja, ich meine, wo lebst denn du? Schau dich mal an, deine Haut, dein Körper. Ja. Wie gesagt, wer redet euch denn das jetzt schon wieder ein mit dem Bio? Ja, das hat sich ein bisschen verselbstständigt, dass Bio ausnahmslos gesund sein soll. Habe ich gesagt, na, Lena Marie, aufpassen muss man. Ja, man muss es schon sich genauer anschauen. Für mich ist Bio mittlerweile ein bisschen ein neues Wort für teuer geworden. Ja? Und jetzt sage ich dann noch was, in meinem Alter esse ich sowieso keine Bio-Produkte mehr, weil mit Mitte 40 kann der Körper jeden Konservierungsstoff sehr gut gebrauchen. Und ob ich 2 Liter Wasser am Tag trinke? Du musst 2 Liter Wasser am Tag trinken. Trinkst du 2 Liter Wasser? Nein, schau, die Zeit, die mir das Leben schenkt, wenn ich jeden Tag 2 Liter Wasser sauf, die versitze ich sicher nicht am Häusl. So, nächstes Thema. Die immer gescheiter. Was? Die 16 Jahre und war's alles immer besser. Immer, ja? Das hat sie mitgekriegt, ja, ich bin frisch verliebt wieder, das hat sie auch mitgekriegt, dass sie wieder gleich aufregen können. Habe ich gesagt, was ist denn mit dir? Gefreut doch für mich. Ist doch ein schöner Zustand. Nein, du musst aufpassen, das ist frisch verliebt, das ist furchtbar. Sagt dir das niemand? Und jetzt bist du Mitte 40, hast du wahrscheinlich die Torschlusspanik, willst sofort heiraten. Habe ich gesagt, los mich, nein, Mitte 40, das ist eine Katastrophe, frisch verliebt, das ist wie angeschissene Hosen. Alle können sehen, aber nur du spürst die Wärme. Gut.
eigentlich war ich in einem guten Zustand, ja, wie ich zu diesem Muttertag, zu diesen Geburtstagen hingekommen bin. Und auch dem nicht genug war meine liebe Schwägerin, Frau meines Bruders, die Sabine, war auch anwesend. Der fällt immer irgendwas deppert. Wirklich, ich sehe die zweimal im Jahr. Ja. Und jedes Mal kommt irgendeine blöde Meldung. Diesmal fragt sie mich, ob ich zugenommen habe. Hast du zugenommen? Lass dich mal anschauen. So, ja, natürlich, ich habe zugenommen. Bei mir ist nicht mehr die Frage, was ziehe ich an, sondern wie komme ich rein? Was ist mit dir? Wenn du mir jetzt gleich am Arsch vorbeigehen willst, dann nimm da bitte Proviant für 3 Tage mit einem frisch gesatteltes Pferd. Echt jetzt? Betont sie mir, ja, ja, sie macht sich Gedanken auch. Sie macht sich Gedanken über den Umweltschutz und den Klimawandel, die Klimakatastrophen. Das beschäftigt sie so, ja, das ist alles so furchtbar. Und dann, dass alles immer teurer wird, das ist ein Wahnsinn, ja. Früher haben sie ihre Buben in der Finstern gefürchtet, jetzt haben sie Angst, wenn sie das Licht auftragen. Also das musst du überlegen mit den Kindern, gell, ich will dir das sagen. Dann redest du, ja, ja, Sabine, bitte, los der Zeit, ja. Also, momentan kein Thema, aber sie haben 2 liebe Buben, gibt's gar nichts, ja. Der Klimawandel, ich sage, was redest du da immer? Du glaubst du wirklich, Sabine, habe ich gesagt. Sie sagt, du glaubst, der Klimawandel ist schuld, dass wir jetzt da Dürreperioden in Europa haben. Glaubst du das wirklich? Ich sage, komm, du predigst doch seit Jahren, dass deine Buben immer schön brav Zaum essen müssen, damit am nächsten Tag wieder die Sonne scheint. Und was haben wir davon? Eine Hitzewelle nach der anderen und 2 Bladeburen. Ja, sie wollten mir nur einen Tipp geben. Ja, ja, ja. Passt schon. Na, ich habe mich lieber mit der Mama ein bisschen beschäftigt. Ja, war Muttertag, war ihr 80er. Sie war irgendwie gar nicht so gut drauf an dem Tag. Hat sie, ja, gesagt, na ja, sicher, der 80er, der setzt dich auch zu. Und dabei, wirklich, die Mama, du geistig voll fit. Ja, mit der kannst über alles reden. Die, natürlich, Politik beschäftigt sie auch. Sie schaut jeden Tag Nachrichten. Wirklich, 2 Mal am Tag. Sie schaut die ZIP 1, sie schaut die ZIP 2. Sie interessiert sich dafür. Natürlich jetzt da gerade sie als Burgenländerin. Doskozil und Co., das interessiert es natürlich. Aber sie ist, ey, ich finde, sie geht eh cool damit um, weil sie sagt, in meinem Alter, was soll ich mich noch aufregen? Ich meine, mittlerweile ist doch jeder dritte Politiker genauso deppert wie die anderen 2. Ist doch wurscht, was da rauskommt. Hat es auch nicht ganz unrecht, finde ich. Ja, aber sie hat dann schon so ein bisschen nachgedacht, eben auch über den körperlichen Verfall, über den Tod. Das sind so Themen, die es beschäftigen. Sie möchte eigentlich schon noch lange unter uns weilen, weil sie hat die Familie ja gern und eigentlich auch über den Tod hinaus. Da hat sie schon eine Idee gehabt, hat gesagt, sie möchte irgendwann einmal ihre Asche in eine Sanduhr einfüllen lassen. Gell? Und dann ist sie bei jedem Familienspieleabend bis in alle Ewigkeiten live dabei. Ich sage, ja Mama, den Wunsch können wir da erfüllen, aber komm, heute wollen wir einfach einmal nur feiern. Weil sie hat dann gesagt, wisst ihr was, aus jetzt da mit Tod und Ding und 80, man kann sich einmal mit 80 Gedanken über den Tod machen, aber bevor ich stirb, da friss ich nur einen Sackel Maiskörner, damit ich die Einäscherung ein bisschen interessanter gestalte. Dankeschön! Danke für das. Fernando. Song Contest haben wir noch gar nicht besprochen. Wir haben den Song Contest noch nicht besprochen. Nein, vor der Sendung haben wir ihn kurz besprochen. Vor der Sendung haben wir kurz besprochen, weil natürlich, als ob wir es geplant hätten, haben wir aber nicht Christoph Spörk bei uns. Du warst beim Song Contest mit den Global Crinern vor wie vielen Jahren? 18 Jahren. Vor 18 Jahren. Was war's wo? Da haben sich Maturanten entwickelt in der Zwischenzeit. In Kiew. Wir waren in Kiew. Ja. 10 Tage in Kiew. Wahnsinn. Wir waren die Stadt Nummer 1 bei der ersten Ausscheidung. Oh. Und wir sind 21. geworden. Also das heißt nicht gut. Nein, wir sind... Nein, ich glaube, es war am Dienstag, da hat noch keiner Auftrag gehabt. Aber wir haben von Slowenien 12 Punkte bekommen, von Andorra und Deutschland 6, das weiß ich noch. Na schau. Ja. Aber in Kiew, wow, Wahnsinn, noch eine Komponente. Ja. Aber wie erinnerst du dich daran? Großartig. Also ich habe vorher nie Song Contest geschaut, danach auch nicht, aber jetzt, wie der jetzige Song Contest war, war ich in der Schweiz und da habe ich mir die Auszählung angeschaut. Der Song Contest war in Liverpool. Ist wurscht, aber in der Schweiz. Du warst in der Schweiz. Du warst in der Schweiz, okay. Und das, nein, aber mir ist es, vielleicht weil ich alt werde und sentimental, aber eigentlich, früher habe ich mir über das Fest lustig gemacht, heute finde ich, genau so soll es sein. Einfach
diese Freude und Spaß haben und deppert sein. Ich sehe das heute ganz anders. Es war auch damals vor 18 Jahren echt ein geiles Fest. Du darfst das nicht anschauen, du musst dabei sein. Flo, bist du immer noch ein Zyniker über den Song Contest? Nein, spätestens seit die Conchita gewonnen hat. Das war die erste große Niederlage für den Putin. Wir haben damals sogar gemeinsame Aktion gemacht. Wir haben uns in die Fußgängerzone gestellt und haben Unterschriften gesammelt für Wladimir Putin, dass er uns wieder hilft gegen die multikulturelle Konzernverschwulung der EU. Und hatten da die Conchita am Plakat drauf. Wir hatten drauf ein links Putin oben ohne am Pferd sitzend und rechts die Conchita. Und der Plakattext war Gasspender statt Schaßgender. Du kannst das, nach der Bierzeltrede vom Kickl kannst du es ihm 1:1 verkaufen. Das ist aber neidig, glaube ich. Aber dann wirst du verklagt. Aber ich muss da noch was dazu sagen, passt nämlich zu Conchita, wie die Conchita gewonnen hat, ist auf ORF3, also im Nebenprogramm, das zu der Zeit, glaube ich, 0 Personen angeschaut haben. Was heißt zu der Zeit? Die Wiederholung von Christoph Spörk aus Irkamp. Das war wirklich, das war zynisch, ja? Das war einem Solo von dir, oder was? Ja, also nicht einmal ich hab's angeschaut. Danke, ORF3. Das wollen und müssen wir heute ändern, meine Damen und Herren. Jetzt schauen alle zu, weil hier auf der Bühne bei der Tafelrunde Christoph Spörk mit Alberto Lovison. Ja, Let It Be, das wäre eigentlich, wenn man sich ein bisschen für Biodiversität interessiert oder für die Natur, das wäre es eigentlich jetzt, ne? Im Frühling. Let It Be, Let The Bee Be, lass es wachsen. Aber das geht nicht. Also wo ich wohne, der Nachbar, der hat jetzt schon 7-mal gemäht und ein anderer mäht eigentlich seit Silvester durch, auch bei Regen, der hat nämlich einen Robomäher. Und zum Thema Robomäher dieses Lied. Wichtig bei diesem Lied ist die Perkussion meines Freundes. Erstens und zweitens, dass es aus der Sicht des Robomäers zu verstehen ist. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mähe für dich deinen Rasen. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mach das den ganzen Tag. Ich mähe für dich deinen Rasen, ich mähe für dich deinen Rasen, ich mähe. Ich mähe für dich deinen Rasen, ich mähe für dich, ich mähe für dich. Ich schneide das Gras nicht, nein, ich exekutiere. Erledige dabei mit Pflichtgefühl Ratzeputz allerlei Tiere. Was haben auch diese Bonsai-Monster im grünen Rasen verloren? Hier ist die Zone des Todes, hier wird gestorben. Und niemals geboren. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mähe für dich deinen Rasen. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mach das den ganzen, 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 ganzen Tag. Mampf, 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 ich mähe mit Strom, nicht mit Dampf. Rassenhygiene mit einem S. Rasenhygiene mit einem S, das ist mein Kampf. Ungeziffer aller Art wird gnadenlos ausgemerzt. Hier ist die Zone des Todes, hier wird nicht gescherzt. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mähe für dich deinen Rasen. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mach das den ganzen, 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 ganzen Tag. In der Roboterschule habe ich gelernt, wie man den Rasen stotzt. Nur leider hat Bernd nie gelernt, wie man uns Roboter putzt. Ich hasse den Schmutz, ich hasse den Schmutz, ich kann an mir Schmutz nicht ertragen. Kann das bitte vielleicht eventuell irgendwer von euch meinem Bernd sagen? Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mähe für dich deinen Rasen. Robotti, Robotti, ich bin's dein Otti, ich mach das den ganzen. Thank you.
Schon wieder so ein Lied, das nicht zum Mainstream passt. Ja, Inflation ist natürlich ein Riesenthema für uns alle. Wir haben es eh schon besprochen, das ungarische Modell wäre wahrscheinlich die psychologische Lösung. Wenn wir 25% Inflation haben, dann schauen 10 nicht mehr so schlimm aus. Aber ich glaube, das Gescheiteste wäre einfach nichts mehr einkaufen. Versteht sie? Also ein Teil der Gesellschaft kann sich das ja leisten, nichts mehr einkaufen. Das sind jene Menschen, die immer sagen, streng genommen brauchen wir eigentlich nichts. Oder? Stimmt ja wirklich, was braucht man zum Leben? Wir brauchen ein Dach über den Kopf, oder? Ein Bett und ein Klo. Manche sagen für die Hygiene noch ein Waschbecken oder so. Und freilich braucht es fürs Kochen noch einen Kocher mit Gas, aber ich denke im Wesentlichen, das war's. Also übersetzt in unsere Zeit, es braucht ein riesengroßes Einfamilienhaus, einen wunderschönen herzeigbaren Garten, eine Doppelgarage. Das ist nur eine Symboldarstellung. Ja. Eine Wohnzimmerlandschaft mit ein paar Polster unterm Arsch, ein Wintergarten ganz aus Glas wie ein Trett, aber damit ist es jetzt aus, weil mehr brauchst du nicht. Weil streng genommen braucht man eigentlich nichts. Streng genommen braucht man eigentlich gar nichts. Streng genommen braucht man eigentlich nichts. Strengen nochmal braucht man eigentlich gar nichts. Weil je mehr man besitzt, desto mehr hat man zu tun. Und man will ja nicht immer nur tun, man muss ja manchmal auch ruhen. Drum haben wir eine Sofalandschaft 1-1-3. Man ist ja nicht immer im Hamsterradl, manchmal hat man frei. Apropos Radl haben wir wirklich mehr als genug. 3 E-Radl, 3 Rennradl und außerdem zum Glück das Mountainbike vom Burm und das Mountainbike der Tochter. Das vom Burm ist leider gerade hin, es hat vom letzten Crash einen Achter. Aber streng genommen braucht man eigentlich nichts. Streng genommen braucht man eigentlich gar nichts. Streng genommen braucht man eigentlich nichts. Streng genommen braucht man eigentlich gar nichts. Eigentlich ist das Lied an dieser Stelle schon aus, aber natürlich braucht es ein Schaukelrutschen, Kinderspielhaus, ein Go-Kart und ein Spielzeugtraktor, ein Laufrad und ich meine, alles, was man in groß hat, braucht auch in klein. Apropos klein, wir haben jetzt eine neue kleine Lichterkette, die braucht man eigentlich nicht, wenn es der Nachbar nicht schon hätte. Apropos Nachbar, der hat so einen schönen neuen BMW. Ich wollte mein Auto gleich ausfahren, aber was? Das Gartnittel habe ich vergessen mit den Dingen, die man so braucht. Spaten, Bohrer, Flex und der Griller, der nicht raucht. Gartenschere, Gartensäge, Rechenbesen, Axt, das fallen aber noch 1000 Sachen ein. Heißt Max. Max? No. Hast du recht, weil streng genommen brauchen wir eigentlich nichts. Streng genommen brauchen wir eigentlich gar nichts. Streng genommen brauchen wir eigentlich nichts. Streng genommen brauchen wir eigentlich gar nichts. Hallo! Ist ihm alles selber eingefallen? Wenn ich ehrlich bin, ein paar Spackern voller Bastante beide ein. Mein MacBook, iPhone 11 und iPad Pro ist ziemlich gleich, ganz zu schweigen von den neigen Apple-Kopfverstecker im Weiß. Das war's bisher, war es nicht schlecht. Im Vergleich ist es ein Scheiß. Aber ob ein Scheiß ins Swimmingpool, kacken die Vögel dauernd rein. Drum habe ich jetzt ein Luftdruckmeer, weil ich ziele nur aufs Bein. Einen Rosentraktor und einen kleinen Robomäher dazu. Ich finde, das ist halt Standard, oder? Was sagst du? Ist mir eigentlich wurscht, was du sagst. Für den Urlaub ist unser kleines Wohnmobil schon eine Geschichte und das Panoramafenster im Wohnzimmer erleichtert heute die Sicht und letztlich haben wir uns entschieden für einen kleinen Tresor, weil wenn man ein bisschen was hat, sorgt man schon sehr gerne vor. Die Alarmanlage war so gesehen der letzte logische Schritt, weil was bringt der ganze Luxus? Und der Einbrecher nimmt es damit. Jetzt haben wir übers Mobilephone technisch alles im Griff. So schläft es einfach besser. Definitiv. Aber streng genommen brauchen wir eigentlich nichts. Alberto Lovison. Und das war die Tafelrunde für heute. Christoph Spörg, Alberto Lovison, Angelika Niedetzki mit dabei. Antonia Stabinger. Florian Schäuber.
live auf der Originalkirchenorgel, Florian C. Reitner on Drums, Sascha Nikolic und Mike Wagner an der Gitarre. Bis zum nächsten Mal, Open Air in Niederösterreich. Danke fürs Dabeisein, auf Wiedersehen.